Let us play Pong. So. Radioaktives Material entfernt. Let us play Pong. Ach, nee. Ich muss arbeiten. Lass mich in Ruhe. Nein, dich will ich nicht. So. Tschüss. Radioaktives Material entfernt. Was jetzt schon wieder? Was jetzt, hä? Wer will Stress machen? Komm her. Ich will... Hallo? Alles klar. Ach, du kleiner Drecksack. Ja. Yeah. Verschissene kleine Viecher. Ich habe die Reichweite doch erhöht. Bäh, Leichenteile. Leichenteile von Leichenteilen. Ha. Radioaktives Material entfernt. So, das ist auch noch direkt vor der Nase. Weg damit. Radioaktives Material entfernt. So, jetzt kommen wir da aber dran. Fein. Und tschüss. Radioaktives Material entfernt. Ist hier sonst noch was? Ich will es nicht hoffen. Schauen wir einfach mal nach. Achtung, Strahlungswerte gefährlich hoch. Sicherheitsverschluss eingeleitet. Ach, da hinten ist noch eins. Aber gerade sollte ich wohl erst mal... Was ist das? Ah, shit. Ich sollte jetzt erstmal Luft auftanken. Einmal eben Luft auftanken, dann geht das auch wieder. Ja! So, alles wieder in Butter. So. Heb ab. Weg mit dir. Ich will Pong spielen. Ich will Pong spielen. Da ist mein Ball. Komme ich da so noch dran? Nein, natürlich nicht. Dann erstmal hier hin. So. Und wo muss das hin? Wo muss das hin? Ich. Hä? Ach, du bist das! Boah, Kollege. Jetzt kriegst du aber die Breitseite. So, Strahlen geachtet. Dich gibt's auch noch. Hier, komm, nochmal Viva Pinata. Wie mit deinen Kollegen? Ah, komm, ich hab jetzt Spaß. Und nochmal. Na, einmal noch. Fein. So. Dann würde ich eigentlich noch gern die ganzen Items einsammeln, die hier irgendwo noch rumfliegen. Nein, nicht die Beine. Super. Wo sind die Items? Wo sind die Items? Da unten sind bestimmt noch welche. So, wir haben noch 30 Sekunden, um hier mal kurz zu schauen. Das Medipack. Bin ich hier auf der richtigen Seite dafür? Ja, schön. So, dann haben wir wieder etwas Zeit. Leichenteile, Leichenteile. So, Medi. So weit reicht das wieder mal nicht. Das ist schön. Da müssen wir dahin. Hast du uns jetzt aufgemacht? Ach, schön. Aufgabe erfüllt. Schön. Schön, schön. The stars are ours. Ja.
scheint so, als würden wir hier neue Freunde kennenlernen, die ziemlich fix sind. Inventar hat noch Platz. Wie viel Munition haben wir denn jetzt noch gehabt? Ja. Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Wenn ich das rausnehme, dann geht natürlich nicht. Nur weil das ein bisschen Metall vor ist. Also wirklich. Gefahr. Automatische Maschinen in Betrieb. Mein Gott, die kann man dann mit Stase verlangsamen. Das ist ja nicht das Schlimme. Wollen wir speichern? Nein. Wir machen direkt weiter. Mich würde mal interessieren, wie lang das gedauert hat, bis die ganze Mannschaft hier hops gegangen ist, weil danach sieht es so ziemlich aus. Das ist die Kapsel. Nee, oder? Probleme zu geben. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell! Also, Vorsicht! Gut. Danke für die Info. Ich glaube, das habe ich aber schon gemerkt, dass die jetzt verdammt schnell geworden sind. Dann könnte ich die Stase jetzt endlich mal benutzen, um die zu verlangsamen. Ja, aber... irgendwie komme ich hier nicht weiter. Ah, müssen wir mal so ein Schieberätsel machen. Mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Entwickeln sich verdammt schnell. Aber sind dennoch zu langsam. Das war's nur du. Interessant. Ich find's recht interessant, dass man mit mit der Chinese auch entfernte Sachen einfach mitnehmen kann. Also, dass die jetzt etwas schneller sind, scheint mich nicht wirklich zu beeindrucken. Habe ich kein Problem mit. Eisen, mach uns wieder ganz.
bei der Freundin. Das heißt ja auch schon, dass die eigentlich tot sein muss. Die Stromversorgung fährt, liebe Leute. Das heißt aber auch zugleich, dass ich dann weniger sehe. Ob das so sinnvoll war? Das sehen Sie jetzt. Na? Ich will dann noch vorbei, ich will an die Sachen rankommen. Ach, diese Atmosphäre, diese Musik. War da jetzt nichts drin? Ja, mir gefällt mir das nicht. Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Aber ich soll weiter hier drin bleiben, ja? Na super. So, fein. Nach unserer Ping-Pong-Aktion können wir dann auch jetzt mal speichern. Und du machst uns nichts. Von da kann nichts kommen. Naja. Dann nutzen wir erstmal die Gelegenheit zu speichern. Dann würde ich nämlich auch wieder mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space. Dann schauen wir, was uns in diesem Schiff weiterhin erwarten wird. Ein Rülpser zum Schluss. Bis zum nächsten Mal.